Sind die hier, oder wie? Das weiß ich noch nicht, aber das ist eine OEC-Information, die wir jetzt gleich erstmal ICR empfangen werden. Ich hoffe, dass das jetzt gleich bei dir geht, City Hunter. Ja. Na gut, ich mute mich mal. Jo, bis später. Ich mute mich auch, ne, weil es jetzt IC. So, dann geht's mal ab hier. Mal gucken. Wirft natürlich alles über den Haufen. Aber egal. Vielleicht auch nicht. Von einem Auto hocke. Nimmt es mir aber nicht über, wenn ich hier stehen bleibe. Tue ich nicht. Schon, wir packen gerade unsere Sachen, also wir werden uns von hier sicherheitshalber verziehen. Wer weiß, was die vorhaben. Also wie gesagt... Warum muss es auch so verdammt dunkel sein? Engländer, alles gut bei dir? Yes, sir. Los, steig ins Auto. Wir nehmen das hier, wir nehmen das andere. Ich glaube, da Clowns unterwegs. So, Clowns. Okay, geht, ich später. Ich glaube, da. Ich fahre nicht ohne die anderen. Okay, auf der Welt. Wir sind sicher. Clowns. Geh mal her, das ist komisch, dass der als Typ so schnell wie möglich hier weg anderen. Will. Hallo? Und, Ja, yeah, Sir. Sind doch alle da. Ich kann noch alle ins Auto. Hallo? Leute, was ist nun? Ganz ruhig, Leute. Ich bin Fox vom Institut aus Elektro. Ihr kennt mich doch. Ah, Fox. Wir sehen nur dieses Militärputzi wieder. Das ist eine Falle. Eine von denen gehört zu den Versprechern. Nein, das ist Fox. Der kommt vom Institut. Oh. Ja, okay, dann werde ich euch nicht aufhalten. Passt auf, ich werfe mir einen schönen Punkt und überwache das ein bisschen, weg. Okay? Ich gebe euch ein bisschen Deckung. Ja, genau. Okay, ja. Pass aber auf dich auf. Okay? Ja, das ist super. Ja, auch ich ich habe ein Problem mit dem Funkgerät. Soll ich schon mal vorfahren oder wohin soll ich? Schon wieder? So, ich habe nur AD. Warum wir weg waren? Die Dinger sind übel schnell. Wir müssen weg hier. Warum? Habt ihr nicht probiert, die Clowns sind unterwegs sehen? Wir haben doch nicht ganz nur irgendwelche Clowns. Wir sind genug Leute, okay, wir können die bekämpfen. Da oben, da habe ich euch im Blick. Okay, super. Warte kurz. Warte kurz. Schau mal hier. Ich verschwinde, wenn ihr nicht mitkommen wollt. Der welche verschwindet? Hey Kollege, warum du so schnell verschwinden willst? Das sind nur Clowns, ja, komische Idioten mit Maske, da? Das sind Idioten, die mir einfach mal auf ein paar hundert Metern ins Bein schießen. Noch Fragen? Also, auf geht's. Abmarsch. Ja, ich habe Fragen, warum du dich nicht verteidigen? Weil mir ins Bein geschossen wurde, kleiner Pisser. Abmarsch. Ey, das ist eine gute Antwort, da. Ich vertraue den Typen nicht. No, lass die Frau rein. Nicht gut, wenn die fahren, dann fallen, absolut ja? Nicht.
Dass die nicht allein fallen. George? No, Sir, ich werde hier bleiben. Ich werde mich nicht hier verschleuchtern lassen von irgendwelchen Leuten, ja? Klapp und kann auch hier bleiben. Sie bringen diese Person weg mit Mrs. und wir bleiben hier. Okay, ja. Das ist eine gute Idee so. Los, einsteigen. Aber wir können die doch jetzt hier nicht alleine lassen. So, wir radeln uns begeben auf die Lauer. Und wie wir los mit. Ja. Wenn wir eine Chance haben wollen, jetzt steigen wir an. Gut. Ich bin dabei. Ja, wir begeben uns auf die, vielleicht in die Nähe von dem Krankenhaus, ja? Ich denke, wir können schon das Ding. Hey, du auffällig. Ja. Nicht probier du ihn mal überreden, aber wir sollten fahren. Wie gesagt, ich vertraue den Typen nicht. Wir sollten fahren. Der Zug ist. Wer weiß, vielleicht ist der ein Clown. Ich nichts vertrauen das Ganze. Ja, ich weiß, wenn hier in 5 Minuten nichts passiert, dann der Clown, dieser komische Typ. Wäre jetzt noch alles hier? Ich bin da, also der Pole oder flinke Finger, wie der auch immer du mich nennen will. Ja, ich bin auch da und Fox müsste doch auch irgendwo sein. Ja, oder? Okay. Ja, Fox? Ich habe Fox nicht mehr gesehen. Ja, hier ist sie, hier, okay. Ah. Wir begeben uns nicht auf die Türme, Sir. Wenn Sie da oben sind, Sie an der leichte Ziel. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das ist alles zu verdächtig, irgendwie komisch. Wir sollten einer auf diese Wald haben. Ja, dann lassen wir uns den Wichser mal danach checken, was? Oh, sie wollen hier was bleiben. Was machst du denn hier? Ich bleib hier. Das ist not a good idea. Das ist mir egal, das ist auch meine Heimat. Das nenne ich große Eier à la Putin, weißt? So, dann ich gebe meine Weapon, ja. Dann bitte nicht alleine rumrennen. Das ist momentan keine gute Idee. Ich habe keine Waffe. Ey, ich habe bessere Idee. Wir alle gehen auf. Wir brauchen noch eine Waffe. Ich kann mit meiner Pistole alleine schießen. Ich habe mit einer MP5 gelernt. Hat da zufällig immer noch eine von? Leute, bessere Idee. Wir alle ins Haus und erwarten. Wenn jemand kommen, dann der ins Haus kommen und bumm, weißt? So, ich werde Ihnen geben jetzt meine Weapon. In Ordnung. Lassen wir die aber nochmal eben aufmachen. So, wir haben not a weapon, noch andere. Ich habe nur Kalaschnikow und meiner Colt. Ich nur mein Jagdgewehr. Wir brauchen mehr Maschinen näher, bis sie verstehen. Aber damit kann ich sowieso nicht umgehen. Da wechsle ich dann doch lieber auf meine Pistole. Wie gut kannst du schießen? Ein Schuss, ein Treffer? Oder was? Oh, das kommt drauf an. Das kommt wirklich drauf an. Allzu viel Erfahrung habe ich ja auch noch nicht. Gut,
weil wenn ich kämpfe, dann ich alle anderen mein Leben anvertrauen da. Also nicht daneben. Ja, ja, klar. Also, ja, ja. Gut. Werden mich mal ziehen um, gell? So. Dann sollen diese Penner mal kommen. Ich werde mich auf den Laden drauflegen. Dennis? Ja? Können Sie mir mein Kuppler holen? Also mein Fernrohr? Das liegt im Schuppen hinter dem... Alles in Ordnung? Oh. Ja, ja, alles in Ordnung. Ich hol's selber. Südlich steht eine Person. Kommt auf. Hey Kollege, wer bist du? Bleib stehen. Ja. So, Waffe auf den Rücken. Gut, wer bist du? Bleib stehen. Stehen bleiben. Gregory. Gut. Kann ich meine Hände wieder runternehmen? Alles in Ordnung. Ja, nimm deine Hände runter. Du kannst uns wahrscheinlich sofort aushelfen. Na ja. Ja. Anscheinend sind hier ein paar Leute unterwegs. Und ja, wir sind gerade auf der Suche nach diesen Leuten. Also da ist einer auf dem Dach hier.
Da ist er. George, wo waren Sie? So, vielleicht nicht hier. Rein, ja? George, waren Sie auf dem Krankenhaus? No, no. Okay, wir haben gerade Informationen von Gregory bekommen, dass er jemand auf dem Krankenhaus gesehen hat. Vielleicht, ja. Was hat er denn gesagt? Jeden Tag das Gleiche. Ja, weißt du, die hat mehr Eier als Putin. Jeder hat mehr Eier als Putin. Gesehen, du oben auf die Dach, wie es? Ja, da war irgendjemand. Hat sich hingelegt. Als ich ihn gesehen habe. Ist so, wie man es denkt. Wir laufen die Straße herum. Sehr mutig. Nee. Du weißt, das ist wahrscheinlich nicht eine gute Idee, eine Frau oben allein zu lassen. So, Mr. Müller und der andere Mann ist auch noch da. Welcher andere Mann? Hier. Den Sie, er ist wie ein Geist, ja? Du meinst dieser Militärfuzzi? Yes, sir. Na. Aber das Einzige, was ein Militärfuzzi kann, ist Platzpatronen schießen, Übungen. Soll ich jetzt sterben oder, naja, klettern?
Hier geh voraus. Vielleicht keine gute Idee. Ist egal. Und hast du was? No. Kommt mir irgendwie alles sehr spanisch vor, wenn ich als Engländer das so sagen kann, ja? Das ist ziemlich lustig, wenn das von deinem Mund kommt. Vielleicht wir sollten schnell einmal die Räume durchsuchen und dann wieder zurück. Oh, he is clear. Good. Alles sauber. Ja. Yes, sir. Ja. Kannst du mich kurz helfen? Kannst du mitkommen? Na ja. Oh, George. Ich habe ihn gedacht, sie sind gefahren weg. Wo ist Amelie? Die ist bei Mr. Miller and the andere Person. Wo? Oben? Yes. Er ist einfach losgefahren. Ja, aber warum hörst du einfach ab? Weil ich nicht von hier weggehen möchte. Ja, aber warum hörst du einfach ab? Leute, hockt euch das habe ich dir gerade gesagt.
So, da muss ich jetzt reloggen, weil ich habe schwarze Köpfe, ihr habt es ja gesehen und das ist nicht so toll. Das ist, kommt ab und zu mal, das ist halt DayZ, das macht richtig Spaß und das soll verstehen. Das sieht natürlich so ein Stößen. Zu gegebenen Zeitpunkt. Ihr habt so die Vermutung, dass ich sterben werde irgendwie. Weil IC vertraue ich weder den Leafa noch den Lyrex noch wem anders. Ich glaube, dass ich dran glauben muss, aber erstmal hoffe ich, dass ich nicht dran glaube und ich irgendwie mit Bekanntschaft mit den Clowns machen darf. Also zumindest hoffe ich das. Aber dass ich den Diafar nicht, also den flinken Finger nicht traue, das hat auch einen anderen Hintergrund. Die Frage ist natürlich, warum glaube ich mit denen allein los, weil es sehr auffällig gewesen wäre, wenn er mich jetzt hätte weggeschossen. Ja. Wäre da wohl jemand drauf gekommen, dass er mich getötet hätte. Ich meine, Figuri war ja auch noch in der Nähe. Das wäre nicht gut gegangen für ihn. Weil vielleicht hätte Grigori da gar nichts gesagt. Weiß ich auch nicht. Hätte ihn vielleicht gar nicht interessiert. Vielleicht hätte er sogar noch gefeiert. Hier aufgemacht. Wer weiß. Ich weiß, ich rauche zu viel, aber... Das sind meine Stresszigarette. Hab mich sogar extra heute rasiert dafür. Ich zumindest, ne? So. Nicht schießen, es ist nur der Captain. Schieß, es ist der Captain. Der Captain ist auch hier. Was, dieser komische Typ ist hier? Ach nein. Ich habe ihn gefunden, als ich aufs Krankenhausdach gehen wollte. Da stand er um die Ecke, aber ich denke mal, er will uns helfen. Wer hat wen gefunden? Hm? Sie mich oder ich sie? Sie haben mich erschreckt. Ah, Captain. Das fand ich mit Absicht, das haben wir schon geklärt, oder? Das ist echt komisch. Taucht einfach so dieser verrückte Mitgelauf, wenn wir hier alle Panik machen. Ich finde das merkwürdig. Ja, finde ich auch merkwürdig, dass ich immer dann ankomme, wenn die Kacke am Dampfen ist. Ihr scheint mich echt lieb zu haben, ja. Oder? Ja, keine Ahnung, sag du mir, was hast du vor? Weiß ich doch nicht, sagen wir einfach, Miss Holm und Herr Müller, wir sind gute Freunde und gute Freunde beschützen einander. Mhm. Und deswegen du sie erschrecken müssen. Nein, ich kann nicht erfüllen. Kann man den Livestream denn noch genug sehen? Das müsstet ihr mir mal kurz sagen, weil ich. Mir sieht so aus, als wäre es sehr dunkel, aber. Ja. Ich kann es halt leider nicht heller stellen. Ich würde darauf aufpassen, was ich an deiner Stelle machen würde. Ich halte dich in Augen. Mach das, mach das. Ist mir scheißegal, was du machst. Weißt du, wenn jemand Mr. Müller und Frau Holm etwas antut, ich verliere mehr als nur einen Finger, okay? Also steh mir dabei bitte nicht im Weg. Mach ich doch gar nicht. Nicht auf diese Art und Weise. Also was für Clowns wollen denn auf dem Weg hierher sein, hm? Das ist halt mein bester Freund. Keine Ahnung, sag du mir, du kommst ja aus diesem Weg. Welchen Weg kam ich? Ich war die ganze Nacht hier. Ihr seht mich ja noch nicht. Ja, komisch. Jemand hat irgendjemand auf Dach Krankenhaus gesehen und auf einmal tauchst du auf. Tja, vielleicht nicht mein Problem, oder? Naja, ich würde sagen, du fängst dir mal gleich mal Klartes zu sagen. Denn
Clowns, Alex. Die Clowns und ich, wir haben ein sehr ähnliches Verhältnis zueinander. Ich habe die Hälfte von denen bereits ausgerottet. Und den Rest von dem ich mir auch noch hole. Falls wenn hier ein paar Clowns auftauchen, dann bin ich auch da. Die Stimme geht. Wer ist denn hier? Oh! Ja. Schau mal, ein rotes Barett. Eine helle Weste. Das muss doch der Käfer vom Institut sein. Und es gibt nur einen einzigen Clown-Mörder, geilen Motherfucker hier im ganzen Land. Captain. Grüß dich. Schön, dich mal wiederzusehen. Freut mich auch. Dir geht's gut, hoffe ich. Dir geht's blenden. Hervorragend. Bis auf einige Leute, die scheinbar etwas misstrauen. Aber gut. Muss ich mitleben. Kann ich durchaus nachvollziehen. Ich würde mir auch nicht vertrauen. Was siehst du, ein Weg ist der erste Weg zur Besserung. Jetzt müssen nur noch die Clowns auftauchen und dann kannst du töten. Ich will sie nicht töten. Feuer. Finde ich gut. Ich werde sie kochen und dann essen. Nein, natürlich nicht. Oh Gott. Nein, aber du hast nicht zufällig welche gesehen, gehört, irgendwas gehört. Keine Ahnung, kann ja sein. Leider nicht. Gestern habe ich einen gesehen. Okay. Na gut, dann ist das eben so. Muss man sich mit abfinden. Ja, super cool. Wenn ich meinen Clowns machen sollte, wenn er erweitern könnte. Oh Mann. Du bist krank, Mann. Also, ich meine, auf eine gute Art. Krank? Wieso? Ich meine, richtig krank. Die sehen auch cool aus, oder nicht? Ja, das oder nicht passt wohl eher. Ich bin da kein Fan von. Nee, du Kollege. Weißt doch, rotes Barett. Ich auch nicht. Aber ist egal, jetzt haben wir die Dinger von toten Clown. Ja gut, von toten Clowns oder von lebendiger Clown, mir scheißegal, wenn du Maske noch einmal aufsetzt und ich dir ins Bein schießen oder Kopf, hast du verstanden? Ich nicht rede zweimal, da? Was ist denn hier schon wieder los? Der Typ hat eine Clownsmaske. Ja, aber der ist in Ordnung. Wie gesagt, wenn der Typ nochmal Clownsmaske raus, soll ich ihn... Kann mir mal bitte eine Zähne unternehmen, bevor ich ihm seine Eier rausreiß? Dankeschön. Kannst du doch gerne versuchen. Nein. Unten war schon ganz gut, da kannst du ja unten lassen, ja? Ich bin hier um zu helfen runter. Und da scheint es mich nicht gerade zu mögen. Du bist ein bisschen aggressiv drauf. Nimm das Ding runter, ich bürge für den Jungen. Und ich bürge auch für mich. Hallo. Jetzt entspannt euch erstmal. Er ist nicht der Feind. Kommst du klar mit dem Ding, oder? Ich hasse solche Typen mit Clownsmasken, wenn der Typ geht mir voll auf den Sack. Ja, ich hatte Training. Ich bin zwar nicht so gut wie andere wahrscheinlich, aber ich kann damit schießen. Na gut, und wo kommen die jetzt her? Ich meine, jetzt stehen wir echt scheiße hier. Der eine heißt Benjamin Blümchen und der andere ist der rosarote Clown Panther. Du suchst dir aus, Mann. Wir haben keine Namen, also ich zumindest nicht. Okay. Namen sind auch irrelevant. Ja, also Ramon, du kennst die Spielregeln. Siehst du jemanden mit einer Clownsmaske schießen, dann fragen, wer er ist, okay? Cool. Natürlich. Ich glaube, deine Regel werde ich befolgen. Sicher ist sicher. Also soll dein Kollege diese scheiß Clownsmaske nicht mehr anziehen? Weil dann frage ich nicht noch einmal. Nein, keine Sorge. Ich werde es ihm beibringen, damit er es versteht. Beibringen? Wie meinen wir? Und oder das was? Das Gefühl, dass der Typ mich echt nicht leiden kann. Ja, genau, darum geht es. So, was ist da jetzt? Pass auf, lass die Clownsmasken weg und wenn du hier mal wieder weg bist... Ja, solange dieser Typ die scheiß Maske nicht mehr ansieht, dann kann ich sie aufsetzen. Aber hier jetzt erstmal besser. Ja? Bevor wir hier so in den Krieg ziehen hier, habt ihr vielleicht Munition? Ich glaube schon. Oder, bessere Frage. Woher du haben Informationen von Clowns? Ja, das kann ich nicht anketten und glaub mir, ich hab das Informationen. Nein, hier wird nichts geopfert. Meine Leute. Welche Munition brauchst du, Gregor? Nein,
Ey, Engländer! Boah, sind grau-grün mit einem Kupfer in den Kopf. Schau mal da. Engländer! In deinem Schubherrn. Pass auf, das Gebäude, auf dem ich da gerade war. Was ist das da vorne? Das kleine Weiße, dieses Kiosk-Ding. Setz einfach drauf. Sag mal, hast du Engländer gesehen? Man hat einen ziemlich guten Blick da unten, oder? Ja, und ich frag mich sogar, wieso er nicht da oben sitzt. Bin ich ehrlich gesagt. Hallo? Was ist? Wo der Engländer steckt. Ja, keine Ahnung. Wisst ihr, wie viele das überhaupt sind? Im Krankenhaus. Der war mit mir und dann buff weg. Ja, gut. Und da sollen sie irgendwo kommen. Angeblich. Okay, aber ich schau mal, wo. Naja, keine Ahnung, woher die Information kommt oder ob die Information auch ziemlich gut ist. Wer weiß. Ey, du Kollege mit Maske. Welcher? Ein bisschen auf die Vito da. Ja, genau dasselbe, die er hat. Ja, nur frag ihn. Ich kenne ihn, glaube ich, gar keinen. Bis auf John und den Briten. Und naja, zudem ist es dunkel. Ich kann eh kaum was sehen. Aber ich weiß, die da haben keine Clownsmasken auf. Also schießen sie auch nicht auf. Noch nicht. Naja, aber ich werde das nutzen und erstmal einen Apfel essen. Ja, geht doch mal einen Apfel, die sind gesund. Ja, Mann. Wird ein bisschen Ausschau halten gehen. Clowns, Clowns, Clowns. Macht euch um den einfach keine Sorgen. Er weiß, was er tut. Er hat eine merkwürdige, provokante Art, aber er weiß, was er tut. Deine komische Art und Weise wird ihm irgendwann mal sein Leben kosten. Das weißt du da. Ja, das weiß er vielleicht hoffentlich auch. Ich weiß es nicht. Aber er hat auf jeden Fall mein Vertrauen, das hat er schon mal. Aber ich dir sagen, ich den Typen nicht trauen. Wenn ich ihn normal sehe mit Clownsmaske, ich ihn sofort erschieße. Mir scheißegal, was er sage. Dein gutes Recht. Na Gott, ich kann dir eh eigentlich nichts verbieten. Ich kann dir bloß sagen, wer ist auf unserer Seite? Merkwürdige Art, aber er ist auf unserer Seite. Ne? Verbieten kann ich dir nicht. Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Wo ist Amelie? Ich weiß nicht. Ich bin hier. Wo ist es hier? Machst du das bitte runterkommen? Oh, da ist jemand. Komm her. Ja, das bin ich. Oder wo? Ich hab noch eine. Elena. Ach, die Stimme kenne ich doch. Oh, okay. Alles gut. Mit der hast du mich ja geübt. Ja, sorry. Manchmal ist es so, dass ich auch private Sachen. Ja, schön. Okay. Komm vor. Komm euch hier hin. Wir tun dir nicht. Wir sind nicht auf der Jagd mit dir. Ja. Guter Rat von dir, deine Waffe legst du nicht zu weit weg. Okay. Du kennst also Elena von Pogorevka noch. Hallo. Lauf, komm vor. Elena? Seht wo ein Durchgang? Dein Freund kann ja, mich auch ja, okay, bitte.
Ja, du. Deine Stimme. Elena, ja. Ah, hi, Jump. Wir kennen uns als Zigarette. Tut mir leid, es ist so dunkel. Kein Problem, kein Problem. Ich soll die da euch echt nicht anschleichen, okay? Das war gerade echt ein bisschen... Haltet euch ein bisschen in Deckung. Wir haben Informationen, dass die Clowns angeblich zur Küche unterwegs sind. Und in unsere Richtung nicht. Clowns? Clowns, ja. Hab ich noch nie gesehen. Ich hab schon ein bisschen was von denen gehört. Nicht so gute Zeit genutzt. Weiß man denn wie viel? Seid ihr mit einem Auto rumgefahren vorhin? Wo da unten oder was? Mhm. Ja, genau. Oh, ist entsetzend gerade, das mag ich gar nicht so. Wir wussten nicht, wer da ist, deswegen sind wir lieber ein bisschen vorsichtig gekommen. Ah, das kann ich verstehen, ja. Unbedingt im Freien, sag ich mal, herstellen. Möchten wir, dass wir den ein bisschen entdecken. Sehr komisch, ganz ehrlich sagen. Oh Gott. Ich werde nicht sprechen. Ja, da sind wir hergekommen, da ist niemand. Okay. Ja, ein Kranker. Es hieß ja, sie kommen vom Richtungsziel. Also. Ich schätze mal aus dieser Richtung zu kommen. Okay. Wieso macht ihr dann nicht so eine Stoßtruppe hier mit den Herren mit den Schutzwesten und durchkämmt das Gebiet in die Richtung und legt sie um, bevor sie hier ankommen? Ach was, warum sollten wir dann etwas suchen, was freiwillig zu uns kommt? Das wäre sinnfrei. Viel zu hohes Risiko. Also genau genommen suche ich die schon lange. George ist verschwunden. Ja, Mann. Wisst ihr, wo George ist? Nein. Wie, der ist verschwunden. Ja, ich finde ihn nicht mehr. Mit dem Teufel. Ach du Scheiße. Hat er sein Funkgerät an? Schneider. Wer ist Schneider? Der Schneider, den du gestern kennengelernt hast. Weißt du diesen komischen Typen mit dieser Sprachbehinderung? Brite, ja. So kann man es auch sagen, ja. Ja, ich werde jetzt einen Tail-Tracker. Oh. Eine gute Erinnerung geblieben, der kleine Kerl. Gute Selbstbeherrschung, ne? Ja, der ist jetzt weg. Keine Ahnung. Wohin? Ja, keine Ahnung. Weiß keiner. Wo sind die denn überhaupt? Was? Wer ist das überhaupt? Hallo? Hallo, ja, höre. Wer ist da? Kommen. Pablo, wer? Kenn ich nicht. Warten Sie. John, kennst du einen Pablo? Nee, kenne ich nicht. Was soll hier sein? Negativ.
Ich bin derjenige, der gerne wissen würde, wer du jetzt wirklich bist und zu wem du wirklich gehörst. Können Sie nicht sprechen, oder? Ah, okay. Verstehe. Zu wem gehören Sie? Ja, mein Beileid wegen dem Anschießen. Aber wir sind gerade leider in einer etwas delikaten Situation. Er kann anscheinend nicht sprechen. Sorry, ich kann sprechen, ja. Ah. Kommen Sie mal mit. Nee, ich wohne nicht bekannt für den. Ich normalerweise kann er sprechen, auch ohne Akzent, ja? Ja, ich verstehe. Scheint alles ruhig. Dieser andere, ja? Welcher andere Mister? Der gefahren ist mit euch, ja? Keine Ahnung. Amelie ist aus dem Auto gesprungen, dann ist er weitergefahren. Ich bin dann auch rausgesprungen und er ist auch weitergefahren. Hm. Interessant, ja. Aber ich mache hier viel mehr Gefahren aus. Ja, ich mache hier viel mehr Gefahren aus. Inwiefern? Ja, die gereizte Stimmung. Und ja, dass die Leute die ganze Zeit sich, naja, necken, wie man das so nennt hier, ja? Das stimmt, ja. Ich will nicht so unbedingt ja, so reden müssen. Das ist irgendwie sehr bescheiden. Für mich kein Problem. Ja, aber vielleicht für die anderen. Das stimmt, ja. So, ich habe leider meine Freunde nicht erreicht. Ich habe nur den Funkspruch erhalten, dass unten ein Freund auf mich warten soll, aber... weiß nicht so recht. Hm. Sollte auf Sie warten, oder? Ja, normalerweise sollte ich da runtergehen. Aber wenn ja diese komischen Clowns hier kommen, die würde ich auch gerne begrüßen. Ja, das stimmt, ja. Lieber, wir wären hier weg, weil seit wir hier sind, gibt's nur Ärger. Ja, Sir. Das müssen Sie selber entscheiden. Ich lasse mich ungern vertreiben von anderen Leuten. Er sitzt da oben. Da oben. Ich denke, bin ich. Mr. Miller, ja. Okay. Leben gefährlich in dieser Zeit, das ist richtig, ja. Mhm. Deswegen habe ich auch Ihre Frau meine Waffe gegeben. Danke Ihnen. Ja. Jetzt habe ich zwei. Ich wollte ihr nämlich auch meine geben. Die ist aber nur geliehen. Zumindest solange ich... Natürlich nicht. Ja, okay. Aber... was gucken die denn da so? Hast du das, wenn Leute sich anschleichen? Sind das Freunde von Ihnen? Ja, das sind nur Freunde von Ihnen. Ja, das sind nur Elena und ihr Freund. Ah, ich wollte gerade Elena nicht Rudolf machen. Ja, ja. Nee, keine Sorge. Na dann.
Okay. So, und... Naja, und dieser Rodriguez da, dieser Captain. Mhm. Der sollte vielleicht aufpassen. Der flinke Finger hat, naja, ein Auge auf ihn geworfen. Ein sehr extremes Auge, Sie verstehen. Ich sage immer, was ich liebe, das neckt dich, ne? Ja, aber ich glaube, der flinke Finger, naja, der ist nicht unbedingt ehrlich. Weiß nicht, ich habe so ein Gefühl. Sagen Sie mir das. Ich glaube, das ist keinen mehr, also. Naja, vielleicht sollte man den einen oder anderen den Arsch aufreißen. Warten Sie ab. Ja. Könnte noch interessant werden. Ja. Ich möchte aber nicht, dass ich hier mit George angucken werde. Sie verstehen. Natürlich, Mr. Nobody. Ja, Sie können mich ruhig Mr. Smith nennen, kein Problem. Ja, ich denke, Nobody passt besser, wenn Sie nicht sprechen können. Ja, ich kann schon sprechen, aber ich wollte noch nicht vor den anderen sprechen. Ich meine, Sie kennen mein Geheimnis. Das reicht auch. Ja. Ich denke trotzdem, dass es besser ist. Für Nobody. Okay. Hi, Schatz. Hola. Hola. John, was ist denn los, Mann? Sie kennt euch. Warte mal, Wilhelm, oder? Nein. Nein. Alexei. Alexei, genau. Fabric getroffen. Fabric getroffen. Deinen Namen habe ich nicht mehr gewusst. Hab ich gar nicht gesagt, damals. Freunde. Was? Ich glaube, dass auch einer ihrer Freunde ist. Könnte einer werden, nicht mal. Wir sind bekannt. Genau. Was ist denn hier los, John? Irgendwas mit Clowns habe ich gehört? Ja, genau. Ich habe vorhin einen Funkspruch reinbekommen, dass angeblich Clowns in diese Richtung unterwegs sind. Wie viele? Ich glaube 4 Stück hat er gesagt. 4 Stück? Das könnten Jungs aus Wiebau sein. Wohin? Das könnten Jungs aus Wiebau sein. Die haben damals Kabaline auseinander gepflückt und sind dann weitergezogen. Ja, das haben wir schon gehört vom Wiebau, dass da welche sind. Nee, was los hier? Was zum Teufel wollen die von euch? Keine Ahnung. Aber ich habe den Funkspruch gehört, dass sie von Scharkowska oder wie das heißt, Richtung Staroje unterwegs sind. Also wenn man sich die Karte ansieht, ist das genau die Linie zu uns. Hm. Und dann mobilisiert man hier gleich so einen kompletten Tarnaffenclub oder was? Wir sind nur vorsichtig. Nennen Sie denn hier einen Nachdem was schon passiert ist? Weiß ich nicht. Leuten, die mir eine Knarre in die Fresse halten, obwohl ich unbewaffnet einfach die scheiß Straße lang laufe zum Beispiel. Naja. Den ganzen Soldatenpack. In der Zeit ist man nervös, oder nicht? Na, man ist nervös gegenüber einem Unbewaffneten, der nicht meine Waffe gezogen hat. Naja. Warum nicht? Selbst ein Unbewaffneter kann gefährlich sein. Ja, gut, wir sollten uns wieder auf das konzentrieren. Wieso sollten die Clowns-Typen überhaupt zu euch kommen? Woher sollen die denn davon wissen, dass ihr hier seid? Oder letztens sind sie erst umgezogen? Es waren letzte Zeit so viele Leute schon hier, glaub mir. Ich habe doch auch von diesem Ort erfahren.
Wer hat dich überhaupt gewarnt mit den Clowns? Sagen wir mal so. Ein guter Freund. Meinst du, dass du dich so, mit diesem guten Freund mal vorstellst? Ich hab's so meine Leute. Kann sein. Das muss ich entscheiden. Na, kommt ganz drauf an. Wenn die Jungs hier ankommen oder sowas und einer von denen noch überlebt, habe ich eh noch was mit den Clowns zu besprechen. Beziehungsweise wenn ihr sie ganz abknallt, ist das auch erledigt, dann wäre auch okay. Wir werden dir einen überlassen, falls sie kommen. Ja. Ich glaube, da habe ich ein Wörtchen mitzureden. Bestimmt, ja. Das ist mein Gebiet und das ist ganz klar. Ich mag es nicht, wenn irgendwelche, naja, in Clowns hier auftauchen und meinen, hier unten herumzustreunern. Verdammte Köter. Das stimmt, ja. Das hier ist dein Gebiet? Ja. Wie ist denn dein Name? Hat hier irgendwelche Besitzschildchen sehe, wo dein Name draufsteht? Mir eigentlich mich keiner aufgefallen. Ja, ich brauche keine Schilder. Von mir aus pinkel ich an jede verfickten Wand. Das kommt mir sehr bekannt vor. Wie ist denn der Name? Mein Name ist Mr. Nobody. Natürlich ist er. Vielleicht können wir uns da einig werden. Sie wollen das gleiche wie ich. Einen von diesen komischen Idioten haben. Roger. Ist das ein bestimmter, den du brauchst? Wie bitte? Ob das ein bestimmter Clown ist, den du brauchst? Nein, eigentlich nicht. Ich will denen eigentlich nur sagen, dass sie sich zu verpissen haben. Danach können sie die haben. Mir egal, was sie damit machen. Wenn sie sie, naja, ein Lächeln reinritzen, wäre ich ihnen sogar sehr dankbar. Das kommt ganz drauf an, ist eigentlich rein geschäftlich. Gute Nachrichten. Nachrichten, ja. Ja, westlich von hier. Da hinten auf dem Hügel sind meine Jungs positioniert. Sie haben gerade alles abgesucht da drüben. Okay, dann... Naja, deine Jungs. Wie viele Jungs hast du denn bitte? Hier ist ja auch schon alles voll wie ein verdammten Taubenschlag. Die waren auf einmal so da. Zufällig. Zufällig, ja. Naja, ich habe meine Informationen so bekommen. Auch gut so. Bei welchem Verein spielt denn dieser Fox-Typ mit? Ist er bei der richtigen Armee oder einer von diesen komischen Militanten hier? Also ich mag auch keine Militärs, aber er scheint ein ziemlich cooler Zeitgenosse zu sein. Militär derzeit geht einer am Arsch vorbei. Es gab anscheinend Bewegung im Wald. Wo? Hier so richtig. Schatz? Doch. Ich weiß, ich kann dich nicht aufhalten, aber plötzlich bist du in meiner Nähe. Ja, versprochen. Ich weiß nicht warum, aber du bekommst mir bekannt vor. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich darf dich gerne beteiligen. Was? Ich meinte ja nicht. Ehrlich zu sein, habe ich damit relativ wenig zu schaffen, so. Eben, ja. Darum sage ich ja, du kannst. Merkwürdig. Also normalerweise wäre die Hardy die Stimme Rieses. Ah ja. Da sind drei Leute auf der Wiese. Ja, das sind anscheinend, so wie ich das mit dem Ferngas erkenne, Elena, ihr Freund und Ramon. Ja, die sind das. Alles gut. Okay. Aber warum gehen die genau dahin, wo die Bewegung herkam? Nein, von da kam nicht die Bewegung. Die Bewegung kam etwa von hier aus gesehen auf 2 Uhr circa. So.
1 Uhr, 2 Uhr. Man ist quasi quer durch das Krankenhaus durchgucken würde, da war die Bewegung, die ich gesehen habe. Und ach, das war definitiv größer als ein Hühnchen. Ja, weil sie da ein Hühnchen entdeckt haben und das hätten sie gerne. Sollten wir uns auf dem Krankenhausdach positionieren oder so? Ach, wenn Ramon vorgeht, können wir einfach warten. Der Typ ist so irre, der ballert da eh alles ab. Ja, stimmt. Wenn Ramon was sieht, dann schießt er auch. Richtig. Wir werden die Ersten sein, die es mitkriegen. Was ist mit dem Funkturm? Kommt man da hoch? Ja. Ach, verdammt, jetzt ist das Funkgerät leer. Ich komm. Schatz, darf ich mit hochgehen? Wo? Ja. Werden mich vielleicht ein wenig angucken. Natürlich. Gibt's aber Bescheid bei der Armee? Drumherum Wälder, überall Scharfschützen eventuell und der Typ geht auf den einzigen Punkt, wo man ihn am besten sehen kann. Nicht besonders clever. Ja, vielleicht mutig. Ja, so. Oh, selbstverständlich. Was ist denn mit dir, Otu? Was denn? Ah, du redest die ganze Zeit von Eiern. Ich würde gerne einmal hier die Gegend durchforsten. Einer der ersten sein, die den Clowns begrüßt darf. Dann kannst du dir erstmal hinter mir anstellen, denn ich möchte der erste sein. Ich komme gerne mit dir. Werden wir uns streiten. Ja, ich bin hier, John. Bei uns alles rutschen, wie sich bei dir. Wo sind die klar? Öfter. Ziemlich gesprächig bist du aber nicht, was? Nein, Sir. Nicht gesprächig. Nein. Manchmal springen... ...dafür. Nein. Naja, so, ich geh mal kurz links gucken, du gehst rechts gucken, da.
und dann können wir ein bisschen Abstand halten. Vielleicht. Wie die Äthiopien, ja. Wir suchen immer noch die Clowns. Das ist ja nicht sein, laufen würde, könnte ich den nicht sehen. IC gesehen, also UC ja, aber IC. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ja. Liebe Clowns, ich will doch nur spielen. Alter, ist das ätzend. So ohne Witz, sorry Leute, dass ihr nicht so viel sehen könnt. Ich will euch nur ein Lächeln bereiten. Versprecht ihr euch so. Da sie sollten schön hinter mir bleiben. Alter, was ist jetzt los? Okay. Ich wollte eigentlich gerade Puffhäuschen anschreiben. Wow.
Leute, ich mach mal kurz hier den Stream aus, weil irgendwie muss ich kurz was klären. Ne? Also bis später. Ich melde mich.